Siehst du's? Ja. Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder. Sei bereit. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Da ist sie! Vater! Sieh nach! Hab dich! Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja! Da oben! Was hat sie? Die Bäume! Die stürzen um! Bahasha! Kommt wieder her! Ich will nicht mit dir kämpfen! Verliere den Halt! Vater! Ich hab dich! Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Swatner, los. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Ich mach schon. Ich nehm den Hirn. Leg los!
Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir. Alles in Ordnung? Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß. Hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Oh, Frau. Bist du? Sodna. Ethan. Sodna. 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 Trainieren. Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Das werden wir wohl nie.
Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Kratos? Kommst du mit mir? Faye. Bist du bereit? Du gehst, als säße Ymir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Soll ich denn etwa aufheben?
sehr brav. Hier lang. Faye. 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 Faye! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Baldurs Kluft ist zu instabil, Bruder. Das würde der Junge nicht wagen. Es wurde nicht geöffnet. Hier sind auch keine Spuren. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Er kroch hier durch. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Lautnermen! Und wir sind nicht allein.